senken! Damals war er so schnell gewesen. In so einem Land. Also, das ist ein Satz, das darf ich sagen, gegen die Politik. Das ganze Land hat das gelesen. Es war eine sehr konservative, erzkonservative Schweiz, die ihre eigenen Leute überwacht hat, die panische Angst vor dem Kommunismus hatte. Was soll das sein? Menschenrechte. Hier gilt das Schweizer Gesetz und nichts anderes. Als Schauspielerin bin ich gewohnt, irgendjemanden darzustellen, aber nicht jemanden, der es schon mal gegeben hat. Mit mehr Respekt und mit so einer Bürde, so, oh, hoffentlich werde ich dieser Frau irgendwie gerecht. Neuigkeiten aus der Schweiz vom sogenannten Ausbrecherkönig. Wenn man ein Gespräch mit ihr im Knast erzählt, dass sein Vater gestorben ist, die ist mir einfach wahnsinnig unter die Haut gegangen, weil mein eigener Vater dort gerade kurz vorher gestorben ist. Und das ist so ein, für mich unter Joel ein wahnsinnig intensiver Moment gewesen. Ich glaube auch, man spürt das, also wenn man sieht, wie er das spielt, da ist wahnsinnig viel Emotion. Er hat aber nicht die, man kann es nennen, vielleicht die soziale Fähigkeit oder sein Gehirn hat den Teil zu wenig weiterentwickelt, dass er das richtig angegangen ist, dass er mit dem hat richtig umgehen konnte und das nicht als etwas Negatives, sondern Positives sehen konnte. Und er hat sie in dem Sinn auch ausgenutzt, aber er hat sie auch geliebt. Wissen Sie, was für mich frei ist? Frei ist, wenn du es einfach machst. Mit Herz gehörst du rasen. Das gibt es nicht in der Theorie. Da muss man leben. Sie hat ihn ganz sicher sehr respektiert und geschätzt. Und ich finde, man hört auch eine grosse Sympathie füreinander aus in den Interviews, die sie mit dem Reto Kolo gemacht hat, über den Walter Stürm, über sein Leben. Die wollen dich da reinbrechen. Sie haben wirklich Schraubenlocken. Ja, das kann sein. Aber meine Würde haben sie mir nicht genommen.